Ja, hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE TV. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier gerade mitten im Herzen von Nürnberg in der Wilhelm-Löhe-Schule. Das ist eine unserer Partnerschulen vom HC Erlangen. Hier fand heute der Grundschulaktionstag vom BHV statt und natürlich haben unsere Jungs da auch tatkräftig mitgeholfen. Und wie das ausgesehen hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, bei mir steht jetzt Tom Hankel, unser Torwarttrainer der ersten Mannschaft und unser Co-Trainer der U23. Tom, du hast hier heute den Grundschulaktionstag im Namen des HC Erlangen geleitet. Wie hat es dir denn gefallen und was hast du mit den Kids gemacht? Ja, gefallen hat mir das Ganze super. Die Kinder waren extremst engagiert dabei, hatten viel Spaß auch bei den ganzen Sachen. Wir haben mit denen versucht, so ein bisschen ans Handballerische ranzuführen, haben mit denen kleine Spiele gemacht, haben kleine Wettkämpfe gemacht, ein bisschen was für den Ball auch, ein bisschen Koordination, schon so kleine Spiele, die ein bisschen zum Handball hinführen sollen. Und das haben die alle ganz, ganz toll gemacht. Und das waren ja wirklich sehr, sehr viele Kinder, die sich das heute angeschaut haben. Also war eine tolle Geschichte. Ja, Muri, Grundschulaktionstag heute in der Wilhelm-Löhe-Schule. Macht's dir Spaß? Ja, mit Kindern macht's immer Spaß. Sie sind ja sehr niedlich. Und wenn man sie dann noch für den Handball begeistern kann für später, dann macht es umso mehr Spaß. Ja, bei mir steht jetzt Frau Sandra Schulbaum von der Wilhelm-Löhe-Schule. Frau Sandra Schulbaum, wie hat es Ihnen denn heute gefallen hier beim Grundschulaktionstag? Also es war ein super Tag, eine tolle Sache und wir freuen uns sehr, dass der HC Erlangen bei uns war. Oder ist, er ist ja noch bei uns. Und wie kam denn die Partnerschaft überhaupt zustande, beziehungsweise warum heute genau der HC Erlangen hier und kein anderer Verein? Naja, da wir den HC Erlangen, also unsere Schule, den HC Erlangen als Kooperationspartner hat, haben wir natürlich dort angefragt, beziehungsweise den HC Erlangen angegeben bei der Anmeldung. Entschuldigung, Herr Trainer. Ihre Mannschaft liegt jetzt hier mit 1:0 zurück. Wie erklären Sie sich diese Rückstand? Ja gut, die andere Mannschaft ist stark, ist körperlich sicherlich schon etwas weiter als mein Team, aber gerade haben wir den Ausgleich gemacht und ihr lenkt mich hier ab. Ich muss arbeiten, tut mir leid, ganz fast. Herr Schiedsrichter, die Partie ist, entwickelt sich zu einem richtig hitzigen Spiel. Ist es da schwer, die Linie zu halten? Eigentlich nicht, aber die Trainer sind ja wieder mal so ungehalten und die Katze wieder. Da muss man dann wirklich schon auch mal hart durchgreifen. Coach Mappes, deine Mannschaft führt hauchdünn mit einem Tor. Bist du zufrieden mit der Leistung? Ja, ich möchte echt erst nochmal betonen, dass eben beim Match ich auch schon 4:0 gewonnen habe gegen die zwei da drüben. Und, ja, jetzt läuft es ganz gut, aber ich erwarte noch eine bessere Einstellung von meinem Team. Ja, das war's dann heute hier aus Nürnberg, aus der Wilhelm-Löhe-Schule. Ich hoffe, euch haben die Einblicke etwas gefallen. Wir sehen uns dann wieder spätestens am 1. November. Da findet unser diesjähriger Club Day beim Spiel gegen den TBV Lemgo statt. Wie ihr dabei mitmachen könnt und was zu gewinnen gibt, erfahrt ihr natürlich auf www.hc-erlangen.de. Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von HCE TV. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss!